Willkommen zurück zu The Walking Dead Episode 2, Season 2. 2, 2, 2 sind 4. Plus 5 sind 8. Wer ist das? Ja. Wir müssen über die Brücke zum Haus. Just play it cool. Okay. What? Why me? I don't want to get in a fight. You really think he chewed a little girl? Just don't make any sudden moves. Okay. Don't piss him off. Is he with Carver? It's hard to see. I don't think so. Well, who are you? Well, who's asking? I'm Clementine. I'm Clementine, and this is Luke. Clementine and Luke. Ja, ganz genau. Alter, okay. Aber ich glaube, der ist nett. Ich hab's so im Urin, dass der nett ist. Huh. You don't look like assholes. Are you assholes? Nein, Mann. No offense or anything. But you know how it is out here. You run into a lot of assholes. I'm not an asshole. What, are you calling me an asshole? You folks headed north like everyone else? Everyone else? I see at least one group a day move through here. You all look the same. Okay. It's like a great migration of the dazed and confused. Have you seen someone named Krista? Krista? Maybe. Really? No, I mean, a lot of people come through here. I don't know. Erstmal Hoffnung machen, dann zerstören. You look like shit. If you need food, I've got some canned stuff in that station back there. Well, that's, awful nice of you. What's the catch? No catch. I've got plenty. Well, all right then. Thank you. Hey, no problem. Nice running into friendly faces out here. Like I said, I've got food and supplies back in the station. And if you want... Was? What the fuck, man? What the hell is he doing? No, 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 no. He's with us. Alter, don't shoot! Don't shoot! Du bist ein pissgesichtiger Mongo! Du bist ein scheiß pissgesichtiger Mongo, ganz ernsthaft! Did I hit him? Where is he? I told you not to shoot. What? Who was that guy? Why didn't you wait for? Alter, ich will dich am besten töten, ey. He pointed a gun at me. Damn it, Nick. I told you not to shoot. How was I supposed to hear you? You gave me a clear shot. That shot rang out for miles. We gotta get off this bridge. Let's go. Das kann doch jetzt nicht ernst sein. Der war so, der kam mir echt nett vor. Musste der sterben? Es wäre, glaube ich, wir hätten nichts machen können, oder? Aber ganz ernsthaft, ich hätte ihn am liebsten verrecken lassen müssen. Jetzt in diesem sterben sollen, du kleiner Pisser. Who the fuck? Mann, ey. What's that back there? I don't know. Looked like he had a gun on you. That asshole drew on me. Halt die Fresse! Oh, was he? Boah. You, man, ernsthaft, shut up, du Pisser, ey. Ich kann echt. Sorry, Leute, ne? Aber. What did you see, Clem? Das hat mich richtig, richtig, richtig. Ah! I've been on my case the whole week. And why do you think that is, Nick? Okay, he wasn't gonna do anything. I know what I saw. Either way, you could have hit one of us. Yeah, but I didn't. Look, I know Pete was close to you, Nick, but you can't. Don't fucking talk about him. You think he was with Carver? I don't know. No, I don't think so. But he fell over. He fell off the damn bridge? We have to keep moving. I can't. I need a minute. Fine. Luke, can I talk to you alone? Ach man, Leute, ne, ganz ernsthaft. Warum, ey, warum haben wir immer so einen Trottel im Team dabei? Bex dying here. Alvin, I told you I'm fine. Sorry, I'm out. Wish we still had those juice boxes. Yeah, me too. That man said he had food in the station. Mind checking it out? Maybe we could spend the night here. A little small food store. You could use a little downside. Okay. Sure. Thanks, Clint. Oh, ja, ist schon gut. Aber ernsthaft, das ist... Warum zum Teufel, ne? Nee, mit dir rede ich nicht. Mit dir rede ich kein Wort mehr. Nee. Kannst du sowas von vergessen? Ich werde dich... Im Zweifel werde ich dich sterben lassen. Ganz ernsthaft. Wie doof kann man denn sein? Wie doof muss man in seinem Leben denn sein? Das... Oh, Leute...
Hätte man ihn retten können? Hat jemand von euch das schon durchgespielt? Hätte man mit irgendeiner Auswahl ihn retten können? Bitte sagt einfach ja oder nein. Würde mich mal interessieren, auf jeden Fall. Der Mann sagte, er hatte viel Essen. There's gotta be something left. Ja, wahrscheinlich irgendwo anders, oder? Wir machen jetzt mal auf hier die Truhe. Bitte, bitte, ein Rubin. Du musst erstmal. Okay, dann suchen wir. Jetzt ernsthaft? Oh nein, ey. Was ist denn hier oben? Survival Knife. Nehmen wir doch gerne mal mit, oder? WM. Ja. Das sieht doch gut aus. Feels pretty good. Ja, sag ich ja. Gut, hat man das schon mal. Was haben wir sonst noch für geilen Stuff rumliegen? Das ist das Bett von ihm. Code, da haben wir Code auf jeden Fall rumliegen. I guess he slept here. Ja, nicht sonderlich schön, ne? Aber zweckmäßig. It's dead. It's dead. Wenn es das jetzt war, dann haben wir echt ein Problem, ne? Komm, wir können mal versuchen mit der Survival Knife, das, obwohl, das bringt, glaube ich, gar nichts, ne? Das Survival Knife, das aufzumachen. Ist doch Metall, oder? Ja, komm, aber das schaffen wir, schon. Jetzt nochmal E drücken, oder? Naja, es geht auf. Leichter als gedacht, und da ist... Okay. Canned Food. Jetzt hast du es gerochen, oder wie? I thought we had a bed. Look at this dump. Guess he did have food. Man, fuck Nick. Nick's lost a lot of his people, that's for sure. But that doesn't give him any excuse to start shooting up strangers. He's out of control. Yeah. That's what I'm saying. He keeps on like that, he's gonna get one of us killed. I mean, you ever know anyone to do a thing like that? Nee. Okay. I don't wanna talk about it. Wir reden mal lieber nicht darüber. Aber ich weiß schon, wie sie meinen. Ich glaube, Carla, ne? Nicht Carla, die andere. Wie hieß denn die andere? Andere. That's funny. She looks just like you. Hey, ja. Clem, there's not a lot of food here. And Rebecca, well, she's eating for two. You think we can keep this just between us? I hate to even say it, you know, but... And I'd never go against the group. But I've got to put Beck in ja, the ja, baby passt first. Schon. Komm, geh einfach. Oh Mann, ey. Thanks, Clementine. It's a shame. Nick was die Hauptsache mit allen immer gut stehen, außer mit dem Nick. He's just losing it. Aber ich habe gerade... God knows we're not perfect. Ich habe gerade so die Befürchtung... I'm glad you're with us, ja, komm. Die Person, die wir begegnen könnten, könnte vielleicht wirklich Carla sein. Die, die wir zurückgelassen haben im Wohnwagen, als die andere erschossen hat. Carly, Carla... Und die andere, wie hieß die? Oh mein Gott. We got a problem here. Yeah, we saw it. Alright, we're heading up. Ja, komm ab nach oben, wunderbar, gut. Ja, so schnell kommen die auch nicht nah und bei den Bäumen befangen die sich wie bei Desi. Desi ist ja realistisch. Deswegen bleiben die an den Bäumen hängen, wenn die nach oben gehen. Die Walker. So, jetzt hast du es auch noch geschafft. Und jetzt. We have to be careful. Ich glaube, da oben ist niemand. We've been on the road for 5 days. Man kann immer schon runterfahren, hochfahren. Jetzt ist doch mal geil, oder? Unten zur Brücke, wieder nach oben. Schon nice. Damn. Nailed down tight. Wieso hat man eigentlich noch die Zeit, was zuzunageln, wenn man eigentlich doch dann überrascht wird von Walkern und so? Ja gut, vielleicht, klar, um sich da zu verschanzen, ne? Ich könnte vielleicht eine bessere View von oben haben. Du hättest eine leichtere Zeit, getting up there. You feel like taking a look? Was? Just like climbing a treehouse. What am I? A monkey? Hey, you said it, not me. Ich geh nicht nach oben. Das sind 3 Meter höher. Da mach ich mir die Mühe für 3 Meter noch nicht, ey. Okay, vielleicht doch. Komm, was ist noch ein paar Meter höher? Müssen wir jetzt nicht ganz erst darüber reden, nach oben zu gehen. Just take it slow. And I'll catch you if you fall. Okay, ich werde wahrscheinlich wieder Q drücken müssen. Links und rechts und so. Ja, yeah, probably, ey. Got a good grip? Yeah. Ah, ja, passt schon. When I was a kid, we used to jump rooftops downtown. Now that was fun. That sounds stupid. Yeah. Yeah, it was. The trick was not to look down, though. Oh, you're fine. Clem, pass einfach auf. Look at me, okay? You're fine.
Alright, just slow down. Yeah, yeah. Score a second, okay? I know I'm fine. Just trying to help. So, hoch mit dir. Komm, kein Problem. Alles safe. Boah, wäre nichts für mich, ey. Ach, guck mal, ein Rabe. Der sogar neben mir steht. Made it. You see anything? Ja, ich sehe ein abgeschütztes Flugzeug, ne, die Brücke ist da. Da ist ein Auto, da sind Lichter. Wait, I see something. What is it? A light. But wait, there's another. Luke. Luke. Oh oh, wenn wir jetzt fallen, haben wir keinen zum Auffangen. Und warum läuft er denn weg? Er wollte mich doch auffangen. Ich glaube, jetzt lauschen wir, oder? Ah, das sind andere, okay. Everyone calm down. Hey man, you calm the fuck down. Sarah, get behind just me. Just tell us who you are. We ain't here to rob nobody. Put the gun down, fuck man. Fuck that. Whoa. Komm, Clementine, geh mal nach vorne und regel das mal. Ganz ernsthaft. Yo. Holy shit. Wait, you know this guy? Clementine? Kenny! I'll take that as a yes. These people with you? We can talk inside. Great. I just started dinner. Are you sure you don't mind? Alter, Kenny! Please, come in. Aber das ist nicht die geheimnisvolle Person, weil der Vorspann hat was anderes gesagt. Er meinte, you? Und nicht so, aber Kenny! Hammergeil, ich bin gerade voll baff, finde ich cool. Ich mochte Kenny immer, glaube ich. Eigentlich, ja, es ging so. Ich mochte Kenny, oh Weihnachten, oh schön, oh ist das schön. Ich mochte Kenny bedingt, aber wir müssen aufpassen, wir haben noch Lichter draußen, unten an der Brücke, ne? Jenny und Sarita haben mit uns für mehrere Wochen gelebt. Es war ein Ski-Lodge, so wir haben plenty of food. Und, believe it or not, we still get some power from that wind turbine out front. We tend to keep most of the lights off at night to avoid drawing attention. But after we found this stuff in storage, we couldn't resist making an exception. Krass, man ist nirgendwo sicher, ne? Walter here's one smart sumbitch. Makes a mean can of beans, too. Well, why don't you two catch up while I get some dinner started? Please, make yourselves at home. You can leave your things over there. The hell we will. Yeah, I'm holding on to my rifle. Thanks. Mm. You're our guests here. There's no need to worry. Tell him to put his gun down, then. Kenny? Will you vouch for these people, Clem? If you tell me they're good, then I'm us. You were the one waving a gun around, man. I can't speak for everyone. Es ist halt die fucking Wahrheit. Beck, it's their home. We're not going to find another place like this tonight. Dad, look. A Christmas mystery. Oh, no, Sarah. Isn't it great? We found it all in storage. It's amazing. Ist ja ein schönes Gefühl, aber man ist ja nie sicher, ne? Ist das Problem, Alter. Okay. Trotzdem, Nick, du hast mit mir sowas von verschissen, aber sowas von verschissen. Gut. If you'll all follow me, I'll show you where you can sleep. Das ist ein schönes Gefühl jetzt gerade irgendwie, aber ich fühle mich halt nicht sicher. Das ist das Problem. Oh, nice, ein...
Ah, ist doch schön, oder? Aber für die Nacht können wir uns wenigstens wohlfühlen und mal geborgen sein. Vielleicht so arm einschlafen mit Kenny. Still wearing this dirty old thing, huh? You know, I half expected to see Lee walk up next to you. You guys were like two peas in a pod. Tja, ne? Oh, shit, I didn't mean to... It's just hard not to think about it, you know? Yeah. Lee saved me, auf jeden Fall. He saved me. I knew it. I knew he would. That guy had a fire in him, sure as shit. Hell. He was a hell of a guy. When my son, well, he took care of him. I'll never forget that. Hmm. So, where'd you end up? I was with Trista and Omid, yeah. I was with Trista and Omid. Omid, well, Trista and I were together for a while, but these guys caught us. Wahrscheinlich die Carven-Typen, oder? Kann das sein? Ja, ne? Sounds like it ain't been easy for you. I'm sorry, darling. Where have you been? Komm, wir fragen mal. Where have you been? Oh hell, all over after Savannah. How did you get out of there? For some reason, I tried to save that fucking shitbird, Ben. Then it turned into a damn cluster. Couldn't help the kid, but I got out. Long story short, I got lucky. Real lucky. Spent a long time alone after that. It, Hmm? And then I met Sarita. Thank God. Gosh, it's great to have you back. You two catching up? Clem, this is my girl, Sarita. Ain't she beautiful? Nice to meet you, Clementine. Hey, Walt, Clementine. Where's Matthew? You still out there rooting around? Of course he is. Well, I'll start dinner. Carlos, right? Mind if I steal your daughter for a secret mission? Stay in sight, sweetie. Can we do anything to help? Could use a hand outside. We got a lot of supplies to bring in before that storm hits. Sure. Alles klar. Why don't you help Walt with dinner? Okay. Ich bin dabei. So, aber ich würde sagen, liebe Leute, ich weiß nicht genau, wann der hier speichert. Ich glaube noch nicht, oder? Hey Clementine, settling in well enough? Yeah, thanks. Excellent. Wanna help me prepare a little dinner? So how do you know Kenny? He and Sarita have been a huge help. Ja, wir sind alte Freunde auf jeden Fall. We're old friends. I met him after it happened. When he was with Lee? Yeah, he only told us a little. Connecting with people is so important. I don't know what I'd do without Matthew. Gosh, you remind me of my students. I can't imagine what it's like growing up in the middle of all this. Yeah, underestimates me. I expect you've used that to your advantage. Sometimes. Ja, auf jeden Fall. Smart girl. Almost done. Cool. Okay. Would you do me the honor of tasting the first course, madam? Yeah. What is this? Bohnen, a Walter surprise. An autumnal legume salad with a peach roux. It's peaches and beans. That's all we got. Peaches. Huh. Und Bohnen. Striking resemblance. Pfirsiche und Bohnen. Anyway, I'll take it from here. Okay, jetzt können wir aber hier erstmal safe machen. Was das hier jetzt mit dem Essen auf sich hat, das war ja eigentlich das, was der Typ unten hatte, ne? Vielleicht ist da noch irgendwas im Verborgenen. Aber das klären wir nächste Episode. Hau uns rein. Bis morgen zur nächsten Episode und euch noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis dann. Auf Wiedersehen. Adios, amigos.